Ich sage aber, sagt Paulus, solange der Erbe unmündig ist, so ist zwischen ihm und einem Knecht kein Unterschied. Wenn jemand ein Millionenerbe antreten soll und ist erst 10 oder 11 oder 12 Jahre alt, dann ist er unter Vormündern. Er kommt nicht ans Geld ran. Ja? Er muss erst volljährig werden. Ja? Obwohl er ein Herr ist aller Güter. Es gehört ihm juristisch schon, aber er ist noch unmündig. Ja? Er ist unter den Vormündern und Pflegern bis auf die Zeit, die der Vater bestimmt hat. Also auch wir, in Klammern Juden, ja? Als wir unmündig waren, waren wir gefangen unter den äußerlichen Satzungen vom Sinai. Warum äußerliche Satzungen? Weil man die tun kann mit den Händen. Ja? Opfern und anbeten, nach Jerusalem pilgern, Sabbat halten, ja? Und all diese Dinge. Das sind äußerliche Satzungen. Wir waren gefangen unter den äußerlichen Satzungen. Gefangen oder auch bewahrt, aufgespart, ja? Das war das im Judentum. Da aber die Zeit erfüllet ward, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einem Weibe und unter das Gesetz getan. Jesus war unter Gesetz. Jesus war Jude und unter Gesetz. Und er musste das Gesetz des Mose halten und konnte nie beten, Herr Jesus, vergib mir. Das konnte Jesus nie beten. Brauchte er auch nicht, aber teuer ist es ihm geworden. Denn an dem, was er litt, hat er gehorsam gelernt, ja? Das hat er leidendlich erworben. Der Leib Jesu war ausgezehrt. Jesus zu kreuzigen war keine große Arbeit. Er war nicht mehr schwer. Das war schwer, was er da erworben hat. Da spricht Jesaja 53 von. Darum, dass seine Seele gearbeitet hat, ja? Das war übermenschlich. Und die Schlange hat ihren Weg auf dem Felsen gesucht, Sprüche 30. Der Teufel hat seinen Weg an Jesus gesucht. Und was immer er hätte tun können, um Jesus zu Fall zu bringen, hat er versucht. Die Bibel ist sehr zurückhaltend da, weil die Kinder Gottes so schreckhaft sind. Sonst würde die Bibel deutlicher reden von dem, was Jesus da erlebt hat. Auch Paulus redet sehr zurückhaltend. Er spricht von Dingen, die sind schändlich auch nur zu sagen. Er erwähnt diese Dinge nicht. Aber er weiß auch, welche Kulte zu seiner Zeit aus Ägypten noch übrig waren im Volk und praktiziert wurden. Die Bibel ist zurückhaltend in den Dingen. Aber dass Jesus ohne Sünde gelebt hat, das ist ihm bitterlich geworden. Das könnt ihr selber nachvollziehen. Lebt doch mal einfach ohne Sünde. Entschuldigung, ja? Das ist nicht böse gemeint, wenn ich das so sage, ja? Versucht das doch mal. Kämpft das doch mal durch. Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden der Sünde, oder? Wir haben doch noch gar nichts erlebt im Glauben. Wir haben doch noch gar nichts erlitten, wir Westeuropäer. Ja, wir müssen doch ganz stille sein, wenn Geschwister aus Russland kommen und erzählen, was da passiert ist. Aus Nordkorea, aus China, aus asiatischen Ländern. Da können wir Westeuropäer überhaupt nicht mit. Wir haben doch noch nicht widerstanden aufs Blut der Sünde, ja? Vielleicht wäre das mal was wir uns vornehmen sollten, ja? Ich meine das nicht böse, ja? Ich will nur auch ein bisschen, manchmal ist Glaube auch Disziplin, das gehört auch dazu, ja? Das ist nicht nur einfach so schlendern mit Jesus. Manchmal ist es ein richtiger Kampf auch, ja? Ja, bin ich einverstanden mit. Das ist auch sehr, sehr individuell, ja. Aber ich habe einen Film gesehen, Schafe unter Wölfen, Christen im Iran. Kennt ihr das? Da kommen dir die Tränen, ja. Und das sind auch Leute, die psychische Probleme haben. Und die kommen zum Glauben an Jesus. Und dann haben die extreme Probleme. Ja, die Mädels müssen nämlich Angst haben, dass sie massenvergewaltigt werden, wenn die erwischt werden im Untergrund. Die legen ihre Handys dann irgendwo ab, ja. Und dann gehen die in irgendwelche stinkenden Katakomben, um da kurz ein bisschen in der Bibel zu lesen. Ja, und einer der Gemeindeleiter hat gesagt zu einem Mädchen, die ist 18 Jahre alt, die ist zum Glauben an Jesus gekommen, und er hat gesagt, du, ich hab ein Problem, weil ich empfinde ein gewisses Verantwortungsgefühl für dich, und wenn uns die Muslime erwischen, weiß ich, was die mit dir machen. Ja, die werden dich massenvergewaltigen. Und ich hab einfach ein Problem, wenn ich dich hier zulasse zu unseren Gebetstreffen. Ich habe da irgendwie ein schlechtes Gewissen. Dann hat sie gesagt, du, das ist ganz einfach. Jesus hat seinen Leib für mich gegeben, und wenn es Zeit wird, dann gebe ich meinen Leib für ihn. Ich bin ganz bei dir, ja. Und ich sage, es gibt auch Menschen einfach, die schwierigere Wege geführt werden, und Menschen, die leichtere Wege geführt werden. Aber was Glaubensgeschwister da für Jesus tun, Das meine ich so mit uns Westeuropäern, ja, dass wir noch nichts erlebt haben für den Glauben. Mein alter Freund und Glaubensbruder Uwe, dieser RAF-Terrorist, der ist in die Slowakei ausgewandert, und die haben ein Treffen gehabt von Pastoren dort. Das sind Sachen, die müsst ihr mal hören, was da im Kommunismus gelaufen ist.
Ja? Wir haben das Pfarrhaus dort eingeweiht in Jelka, in der Slowakei, das ist kurz hinter Bratislava. Da gibt es ein Pfarrhaus von einem reformierten Pfarrer und wir haben dort die Möbel eingeräumt. Ich bin da mit ihm gefahren, als er umgezogen ist. Und dann sind wir dort in die Speisekammer reingegangen und da hatte jemand mit dem Messer in den Farbanstrich vom Türrahmen was reingeritzt, mit dem Messer. Und wir konnten das aber nicht lesen, weil das war ungarisch. Das ist eine ungarische Minderheit in der Slowakei, die dort reformierte Pfarrer sind oder waren, ja. Und ein paar Wochen später, dann als der Uwe ein bisschen ungarisch konnte, wir haben immer telefoniert miteinander, sag ich, wie geht's dir denn, was macht er denn so? Und dann sagt er, ja gut, also, und sag ich, du weißt ja eigentlich mal, was da in der Speisekammer im Türrahmen reingeritzt wurde. Er sagt, das hat der alte Pfarrer gemacht, der im Kommunismus noch gepredigt hat. Der hat mit dem Messer da reingeritzt, fürchte nicht, die den Leib töten. Das hat er in Verzweiflung mit dem Messer in die Türe reingeschnitzt. So. Boah, also, was haben wir erlebt im Glauben? Ja? Also auch wir, da wir unmündig waren, waren wir gefangen unter den äußerlichen Satzungen. Da aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einem Weib und unter das Gesetz getan. Also Christus war unter das Gesetz getan und musste das Gesetz erfüllen, ja, auf dass er die unter dem Gesetz waren, nämlich die Juden und eigentlich auch die ganze Welt, auch wir, erlöste, dass wir die Kindschaft empfingen. Weil ihr denn Kinder seid, hat Gott gesandt den Geist seines Sohnes in eure Herzen, der da schreit, Abba, Papa, Papa, lieber Vater. Das kannte man im Judentum so nicht, ja? Also es gibt auch immer wieder mal Stellen in den Psalmen, die von dem Vater Gott sprechen, aber dass hier Abba steht, Papa, ja, Papi, lieber Vater, das ist was ganz Besonderes. Merkt ihr, wie der Paulus bei den Galatern wirbt um den liebenden Gott? Und sagt, was ist denn los? Ich bin irre an euch geworden. Ihr wart so nett. Ihr hättet mir eure Augen gegeben. Ich habe euch doch Christus gezeigt. Gott, der lieb hat. Das Gesetz erfüllt man, wenn man lieb hat. Und wir dürfen Papi zu Gott sagen, ja? Und wie geht ihr denn wieder zurück zum Gesetz? Wie wollt ihr denn wieder Tage und Feste halten und euch beschneiden lassen und wieder zurück zum Sinai gehen, wo ihr zum Berg Zion kommen dürft, ja? Das war die Krux, die da ist. Und ich sehe das heute auch auf den Gemeinden, dass Gemeinden so versprödet sind irgendwann. Da gibt's nur noch Streiterei untereinander. Ja, man traut sich kaum noch was zu sagen, weil man keinen Streit hat. Und das, wo ist das denn hier? Ja, dieses Abba, lieber Vater, dieses Freie, dieses Christus-Nachfolgen, dieses Festsein im Glauben, ja? Ich habe letztens einem Pastor gesagt, je älter ich werde und je besser ich die Bibel kenne und je fester ich in meinem Glauben werde, desto mehr Verständnis habe ich für Menschen, die vielleicht anders glauben als ich. Dann sagt er zu mir, bei mir ist es genau umgekehrt. Je älter ich werde, desto unsicherer werde ich, was überhaupt wahr ist in der Bibel. Was sagt man da? Wo steht denn so ein Mann? Ja, der müsste doch eigentlich eher fest sein. Der sagt, also das, was ich in der Bibelschule gelernt habe, da glaube ich schon lange nicht mehr dran. Wer steht denn dann auf der Kanzel? Was kommt denn dann für ein Evangelium auf euch, wenn die Männer so denken, die dort predigen? Ja? Das ist nicht überall so, aber ich rede nicht vom grünen Tisch. Ja, das gibt's. Ja? Okay. Da aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Christus war unter dem Gesetz, um uns zu erlösen, damit wir Papa sagen können. Das ist Evangelium. Das ist für Kinder Gottes. Ja? Also ist hier nun kein Knecht mehr, sondern nur noch Kinder. Sind's aber Kinder, so sind's auch Erben Gottes. Schon wieder Erben Gottes durch Christus. Wir sind Kinder geworden, wir sind angekommen. Ja? Aber zu der Zeit, da ihr Gott nicht erkanntet, dientet ihr denen, die von Natur nicht Götter sind. Nun ihr aber Gott erkannt habt, ja vielmehr von Gott erkannt seid, passiv, es ist ihnen geschehen, ja? Wie wendet ihr euch denn wiederum zu den schwachen und dürftigen Satzungen? Gott hat euch erkannt und ihr wollt jetzt die Satzungen erfüllen, welchen ihr von Neuem an dienen wollt. Geht ihr zum Buchstaben, geht ihr von der Person zum Buchstaben? Ja? Geht ihr von Gott, vom lebendigen Gott zum toten Buchstaben zurück? Seid ihr überhaupt zum Leben gekommen, sagt Paulus? Ja? Ist da Leben in euch, wenn ihr das tut? Ihr haltet Tage und Monate und Feste und Jahre. Ich fürchte für euch, dass ich vielleicht umsonst an euch gearbeitet habe. Wo ist eure Freude geblieben? Seid doch wie ich, denn ich bin wie ihr. Liebe Brüder, merkt ihr, wie der wirbt?
Ja, kommt doch aus der Ecke da raus. Kommt zu dem lebendigen Gott, kommt weg vom Gesetz. Ja? Wie liebevoll der wirbt um die Galater, ja? Seid doch wie ich bin wie ihr. Liebe Brüder, ich bitte euch, ihr habt mir doch kein Leid getan. Denn ihr wisst, dass ich euch in Schwachheit nach dem Fleisch das Evangelium gepredigt habe zum ersten Mal. Und meine Anfechtungen, die ich leide nach dem Fleisch, habt ihr nicht verachtet noch verschmäht. Man weiß nicht, ob der Paulus ein Augenleiden hatte, ja? Das weiß man nicht genau. Aber man weiß, dass er in Korinth ziemlich aufgeregt war beim Predigen. Erinnert euch an die Bibelstelle, ja? Ich war bei euch mit Furcht und mit Zittern und in Schwachheit und trotzdem habt ihr das Evangelium angenommen. Und ich war deswegen in Furcht und Zittern bei euch Korinthern, damit euer Glaube nicht auf menschlicher Weisheit beruht, sondern auf Gottes Gnade. Das schreibt Paulus, ja? Das ist mir oft ein Trost. Sag ich mal, guck mal, der große Völkerapostel war ganz aufgeregt in Korinth vor dem Predigen, ja? Kann man sagen, menschlich ist das. Das ist Mensch, ja? Und Paulus schreibt es auch ganz offen und sagt, es war einfach nur deswegen, damit ich euch keine große Glaubensphilosophie und Theorie mitgebe, sondern dass euer Glaube auf Gottes Kraft beruht und Gottes Geist, ja? Und sowas Ähnliches schreibt er hier auch. Er kam in Anfechtung, die er leidet nach dem Fleisch, ja? Ihr habt die nicht verachtet noch verschmäht. Ich weiß nicht, ob das ein Augenleiden war oder ob das irgendein anderer Mangel war, den man ihm angesehen hat. Oder vielleicht ein Mangel war, den man ihm nicht angesehen hat. Ja? Ja? Unter Umständen der Pfahl im Fleisch, ja? Das ist jetzt auch ein Bild, ja, das kann man nicht von außen sehen. Aber vielleicht war der Paulus auch angefochten. Der Teufel hat nicht gewollt, dass der nach Galatien geht und die Galater bekehrt, ja? Und die Männer Gottes, die predigen, kommen manchmal ganz zerschunden, ja, das gibt's auch. Haben wir auch erlebt. Wir haben auch erlebt, dass Pastoren bei uns in der Gemeinde waren, die so nach 2-3 Tagen Gemeindebibelschule überhaupt mal erst geistliche Dinge weitergeben konnten, weil die waren so in der Kirchenpolitik in den ersten Tagen, die waren so voller Unruhe, die haben wahrscheinlich ihre Bibel auch kaum mehr gelesen. Das hat man in den Predigten gespürt, ja? Und ich, um es ganz kurz zu sagen, die Predigten wurden immer besser, das meine ich so, ja? Die waren immer mehr wortgenommen. Man hat gespürt, der Mann, der kommt von Berlin und der ist da in der ganzen Kirchenpolitik so drin. Das beschäftigt sein Denken, ganze Genderpolitik, wo er damit zu tun hat und welchen Staatssekretär er wann wo mit treffen muss, ja. Und der kam bei der Gemeinde Bibelschule selber überhaupt nur mal erst zur Ruhe und hat dann abends in seinem B&B-Hotel mal 1-2 Stunden Bibel gelesen. Das hat man in den Predigten gemerkt. Das konnte man merken von Tag zu Tag, wie das biblischer wurde, ja. Ich urteile da nicht groß drüber. Ich erzähle euch das nur, um das so weiterzugeben. Ich urteile auch nicht drüber, wie jemand betet. Das mache ich nicht. Ja? Ich bete einfach mit. Ja? Ich urteile auch nicht oft über Predigten. Ich esse die Predigt. Ja? Und wenn jemand so eine ganz schlichte Predigt hat, dann genügt mir das. Ja? Wenn ich merke, das ist aufrichtig. Und ich erzähle immer gern so ein Beispiel. Meine Mutter hat erzählt, die war im Gottesdienst und dann war Silvester und dann gab es einen Zeugnisabend. Da steht ein Handwerksmeister auf und sagt, mir ist wohl in den Herrn und setzt sich wieder. Ganz roten Kopf, ganz aufgeregt, ja, wie der Paulus in Korinth. Die Predigt, da kann meine Mama sich nicht mehr dran erinnern, aber daran noch, ja. Schön, ja, ist ganz einfach. Das ist echt, das ist authentisch. Ja? Und das ist das, wo Paulus hier wirbt. Und er sagt, Mensch, wie seid ihr denn so spröde geworden? Und wie einer beißt den anderen und einer ist besser wie der andere und einer ist gesetzlicher wie der andere und einer weiß mehr als der andere. Und ihr seid ja alle gegeneinander. Und wenn ihr euch so beißet und fresset, seht zu, dass ihr euch zum Schluss nicht noch komplett auffresst. Ja? Das schreibt er im Galaterbrief. Wo ist denn das Papi? Ja? Wo ist denn das, wir sind eins in Christus? Wo ist denn das, wir tun uns gut im Glauben gegenseitig? Wo ist das, was ist denn los mit euch Galatern? Ich habe Angst, dass ich umsonst an euch gearbeitet habe, ja? Seid doch wie ich bin wie ihr. Ich war doch in Schwachheit bei euch. Ihr habt mich nicht verachtet. Ihr habt mich wie einen Engel Gottes aufgenommen. Ihr nahmt mich auf, so wie Christum Jesum. Ihr wart doch Christus für mich. Wieso seid ihr denn jetzt alle Mose geworden, ja? Ja? Also das ist das, wo der Paulus, was er den Galatern schreibt. Er sagt, wie wart ihr damals so selig? Wie war das so schön, bei euch zu sein? Ich bin euer Zeuge, dass wenn es möglich gewesen wäre, ihr hättet eure Augen ausgerissen und mir gegeben. Ja, deswegen vermute man, dass er vielleicht ein Augenleiden hatte. Wer weiß, was das war. Spielt auch eigentlich keine Rolle. Spielt eine Rolle, wie liebevoll die den Paulus aufgenommen haben. Und dann sagt er, ihr wart ja damals wie Christus zu mir. Wieso verachtet ihr mich? Ich habe euch doch nichts Böses getan. Ich predige euch das Evangelium. Warum sagt ihr, ich wäre böse? Ja? Warum lasst ihr euch abspenstig machen von mir? Nur weil andere judaistische Lehrer kommen und euch jetzt den Mose wieder unterjubeln und sagen, ihr müsst in den Piet Kong einziehen, ja? Ja, und sie merken das nicht, ja? Bin ich denn damit euer Feind geworden, dass ich euch die Wahrheit vorhalte?
wenn das so wäre, was wären das dann für Galater? Dass sie dem Feind sind, der die Wahrheit sagt. Was wären das dann für Galater? Ja, muss man mal drüber nachdenken. Sie eifern um euch nicht fein, diese judaistischen Lehrer aus Jerusalem, ja? Sondern sie wollen euch von mir abfällig machen, dass ihr um sie eifern sollt. Das ist eine Machtfrage. Ich war Ältester in der Gemeinde. Diese Gemeinde ist zerbrochen an der Machtfrage, weil Macht im Hintergrund im Spiel war. Und es wurde getrieben. Und ich war bei der Deutschen Bank und bei der UBS. Das ist kein Ponyhof da, ja? Aber Gemeinde kommt manchmal auch von Gemein. Ja? Ich hab das zweimal erlebt. Ja? Und da geht's um Macht. Ja? Damit ihr um sie eifern sollt. Eifern ist gut, wenn es immer da geschieht um das Gute. Und nicht nur, wenn ich gegenwärtig bei euch bin. Also nicht nur vor Augen, ja? Augendienerei, sondern wenn das echtes Eifern ist um Christi willen, ja? Meine lieben Kinder, welche ich abermals mit Ängsten gebäre, bis das Mose in euch Christus in euch eine Gestalt gewinnt. Dieser Satz widerspricht unserem christlichen Dogma. Wiedergeboren werden kann man ja nur einmal, oder? Jetzt schreibt aber Paulus, meine lieben Kinder, welche ich abermals mit Ängsten gebäre, als ob sie eine zweite Wiedergeburt bräuchten, weil sie von Christus abgefallen sind und sich ins Gesetz haben ziehen lassen. Ja? Da könnte man jetzt auch sagen, Paulus, du bist aber dogmatisch auch nicht so richtig auf der Höhe, ja? Also ich als evangelikaler Spezialist kann dir jetzt mal erklären, wie das geht, weil ich kenne mich ziemlich gut aus in der Bibel, ja? Aber das ist jetzt der Apostel, der hier schreibt, nicht irgendwer, ja? Und manchmal gibt es solche Bibelstellen, wo man auch stutzen darf drüber, aber das drückt die dramatische Situation bei den Galatern aus, dass die wohl eine neue Wiedergeburt bräuchten. Ja? Ich wollte, dass ich jetzt bei euch wäre und meine Stimme wandeln könnte unter euch, ja? Denn ich bin irre an euch. Ich schreibe jetzt zum dritten Mal. Ich bin total verwirrt. Ja? Was ist denn los? Wo seid ihr denn? Sagt mir, die ihr unter dem Gesetz sein wollt, habt ihr das Gesetz nicht gehört? Denn es steht geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte. Jetzt geht's ums Neue Testament und ums Alte Testament, was er jetzt erklären will. Der Neue Bund und der Alte Bund. Und er erklärt das mit Abraham. Abraham hatte zwei Söhne. Einen von der Magd, von der Hagar, das war der Ismael. Und einen von der Freien, das war die Sarah, das war der Isaak. Der von der Magd war, der ist nach dem Fleisch geboren. Da hat der Abraham sich nämlich angestrengt mit seiner Hagar und seiner Sarah. Ja, das haben sie das so hinbuxiert, ja, dass der Sohn geboren werden soll. Das war nach Fleisches Wille. Aber der von der Freien, der von der Sarah, der ist durch Verheißung geboren. Gott hat den versprochen, dass der geboren wird, dieser Sohn. Ja, genau, ja, ja. Also ganz feine Bilder eigentlich. Aber jetzt macht Paulus was Ketzer. Jetzt wird's noch schlimmer. Jetzt hat er eben schon mal erzählt, als ob man zweimal wiedergeboren werden müsste. Jetzt wird's richtig hart. Jetzt fliegen Funken, ja? Jetzt sagt er, diese Worte bedeuten etwas, denn das sind zwei Testamente, zwei Bündnisse. Eins vom Berg Sinai, das zur Knechtschaft gebiert. Welches ist die Hagar? Denn Hagar heißt in Arabien der Berg Sinai. Und kommt überein mit dem Jerusalem, das zu dieser Zeit ist und dienstbar ist mit seinen Kindern. Aber das Jerusalem, das droben ist, was übrigens keine Geburtswehen leidet, ja, das ist die Freie. Und die ist unser aller Mutter. Ja? Denn es steht geschrieben, sei fröhlich, du Unfruchtbare, die du nicht gebierst, sagt die alte Luther, bei euch wird stehen, die du keine Geburtswehen leidest. Und brich hervor und rufe, die du nicht schwanger bist, denn die Einsame, das himmlische Jerusalem, hat viel mehr Kinder, als die den Mann hat. Jesaja 54, Vers 1. Wir aber, liebe Brüder, sind wie Isaak Kinder der Verheißung. Wir sind nicht wie Ismael, wir sind wie Isaak, wir, die wir wiedergeboren sind. Was macht Paulus hier? Paulus zitiert zunächst mal eine Stelle aus Jesaja 54. Und Jesaja 54 steht in einem ganzen Zyklus, ja? Der beginnt in Jesaja 52 und geht bis Jesaja 59. Das ist ein heilsgeschichtlicher Zyklus, das gehört alles zusammen. Paulus zitiert auch nochmal aus Jesaja 59 in Römer 11. Und diesen Zyklus, den müsstet ihr kennen, ja? Also 52 spricht vom tausendjährigen Reich.
Gott wird sein Reich aufrichten. Jesaja 52. Jesaja 53. Christus kommt. Er schoss auf vor ihm wie ein Reis aus dürrem Erdreich. Ja, da war nichts, was uns gefallen hätte. Keine Gestalt und gar nichts. Ja, er war der Allerverachtetste und Unwerteste. Ja, wir haben ihn für nichts geachtet, aber er ward geplagt für unsere Sünden. Ja, für unsere Missetat hingegeben. Jesaja 53. Also Jesaja 52, Millennium. Angekündigt. Jetzt geht Jesaja ins Detail und sagt, dazu muss Christus kommen, Jesaja 53. Jesaja 54, die Gemeinde Jesu aus den Juden. Jesaja 55, die Gemeinde Jesu aus den Heiden. Kommt her zu mir alle, nicht nur Israel, kommt alle her zu mir. Das, glaube ich, hat Paulus gelesen und wollte darauf nach Jerusalem, um mit den Aposteln zu sprechen. Jesaja 55 könnt ihr sehen, dass die Gemeinde Jesu nicht nur aus Juden, sondern auch aus euch Goy besteht, aus Heiden, aus uns Heiden besteht. Ja, also Jesaja 53 Christus, Jesaja 54 die Gemeinde aus den Juden, Jesaja 55 die Gemeinde aus aller Welt, Jesaja 56 bleibt mir treu, ich bin der Herr, Jesaja 57 fallt nicht ab und der Abfall kommt schon, Jesaja 58 das Gericht wird über euch kommen und zwar auch über die Inseln Europa, Jesaja 59 das Gericht kommt und Christus richtet sein Reich auf. Das war doch Jesaja 52, oder? Millennium. Genau, da schließt sich der Kreis. Das ist ein Zyklus in den Jesaja-Kapiteln. Und aus diesem Zyklus zitiert Paulus hier Jesaja 54. Und das macht er nicht, weil ihm sonst nichts einfällt. Sondern das Jesaja 54-Kapitel ist das Kapitel, was von der Gemeinde Jesu spricht. Jesaja 53 Christus, ja? Jesaja 52 das Millennium. 53 Christus, 54 die Gemeinde Jesu aus den Juden. Sei fröhlich, du Unfruchtbare, die du nicht gebierst, du himmlisches Jerusalem. Ja? Paulus macht das nicht einfach nur so und zitiert irgendwie so einen frommen Allgemeinplatz. Das ist ganz hohe Theologie hier, ja, wenn ihr da einsteigt rein. Das ist nicht zufällig so. Ja? Und dann schreibt er, sei fröhlich, du Unfruchtbare, die du nicht gebierst, weil jetzt gibt's Geburt, jetzt gibt's Schwangerschaft des himmlischen Jerusalems, das keine Geburtswehen leidet, die nicht gebiert, steht hier in der alten Luther. Ja, das ist altes Lutherdeutsch leider. Freue dich, du Unfruchtbare, obwohl du keine Kinder gebierst. Ja, das ist auch, die keine Geburtswehen hat, steht in Jesaja eigentlich. Ja. Das ist das himmlische Jerusalem. Und Paulus sagt jetzt zu den Galatern, es gibt zwei Bündnisse. Ein Bund vom Sinai, das ist die Hagar mit dem Ismael. Und es gibt ein himmlisches Jerusalem, das jetzt gebiert, was bislang unfruchtbar war. Und dieses himmlische Jerusalem ist wie die Freie, wie die Sarah. Und dieses himmlische Jerusalem gebiert Isaak. Und wir Wiedergeborene sind wie Isaak, Kinder der Verheißung. Ja, schön. Das Problem war folgendes. Paulus sagt hier, dass das Jerusalem, was jetzt ist, was zu dieser Zeit ist und dienstbar ist, das soll Hagar sein. Denn Hagar heißt in Arabien der Berg Sinai und kommt überein mit dem Jerusalem, das zu dieser Zeit ist und dienstbar ist mit seinen Kindern unter dem Gesetz vom Sinai. Und da haben die Juden Feuer gespuckt. Die haben gesagt, Paulus, bist du verrückt? Du sagst ja hier Abraham, Ismael. Ja? Aber die Bibel sagt doch Abraham, Isaak, Jakob und dann die 12 Stämme und dann Israel und dann Jerusalem. Und das sind doch wir sind doch die Juden, wir sind die Rechtgläubigen aus dem alten Bund. Uns gehört der Bund, wir haben das Gesetz vom Sinai. Aber wir kommen doch von Isaak. Und Paulus macht hier was ganz anderes. Paulus macht hier etwas, was dem Buchstaben des Alten Testaments widerspricht. Ja? Der macht etwas, wo wir, wenn wir Juden wären und nicht 2000 Jahre Christenheit hinter uns hätten, dem Paulus sagen würden, Paulus, du bist dogmatisch vollkommen auf dem falschen Dampfer, denn du erzählst, ihr Christen, ihr wärt Isaak. Aber das stimmt nicht, wir Juden, wir sind Isaak. Es heißt Abraham, Isaak, Jakob. Und nicht Abraham, Ismael, Jakob. Ja? Aber Paulus geht her und sagt, ja, der Berg Sinai ist dasselbe wie das Jerusalem, was zu dieser Zeit ist und unter Gesetz ist, unter ihren Kindern. Das ist Hagar mit ihrem Sohn, dem Ismael. Das, was wir hier sehen, ist etwas Besonderes. Paulus macht sich hier sehr angreifbar. Nach dem Buchstaben ist das, was er hier macht, falsch. Nach dem Geist Gottes ist das eine herrliche Wahrheit. Ja? Wir wissen ja, dass das so gekommen ist, dass wir wie Isaak sind. Isaak ist ein Bild, das
neuen Bundes, der geboren wurde in Verheißung im hohen Alter von Sarah. Ein Bild natürlich auf die Gemeinde Jesu, haben wir dieser Tage ja auch schon benutzt, ja? Weil wir Jesaja 54 im Hintergrund haben und wissen, dass das fürs himmlische Jerusalem gilt. Und fürs himmlische Jerusalem ist Sarah und ihr Sohn Isaak ein Bild. Und jetzt geht Paulus her und macht etwas, was dem Buchstaben nach nicht erlaubt war. Und wisst ihr, warum der das macht? Der bietet sich an und sagt, kreuzigt mich doch. Kreuzigt mich, weil ihr Buchstabenleute seid. Und Buchstabenleute haben die Geistesleute schon immer verfolgt. Wann fing das an? Bei Kain und Abel. Paulus ist ja so, der macht sich bewusst angreifbar. Der schreibt etwas, was nach dem Buchstaben eigentlich falsch ist. Ja? Nach dogmatischer Piet Kong-Lehre. Ja? Aber was nach dem Geist Wahrheit ist. Und um dieser geistlichen Wahrheit, jetzt sage ich was, das muss man vorsichtig mit umgehen. Die geistliche Wahrheit geht über den Buchstaben hinaus zum Sinn des Wortes. Ja? Die geistliche Wahrheit geht über den Buchstaben hinaus zum Sinn des Wortes. Denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Und das geschieht hier. Und es ist fast so, als ob die Galater schuldig werden sollen am Paulus. Warum? Weil sie damit offenbar werden vor Gott in der Ewigkeit, wessen Geist in ihnen ist. Das ist ein ganz seltsamer Gedanke. Als der Jonathan diesen großen Sieg errungen hat, und weil sein Vater Saul mal wieder zu spät kam, weil Saul nie pünktlich war in Gottes Zeit, da hatte der Saul schon so einen Verdacht, dass sein Sohn Jonathan da wohl irgendwo ungehorsam war. Und dann wirft Saul das los. Und er stellt das Volk Israel auf die eine Seite und sich und den Jonathan auf die andere Seite. Und dann fällt das los auf die Seite mit Saul und Jonathan. Und dann stellt der Saul den Jonathan und sich gegenüber. Und das Los Gottes fällt auf Jonathan. Das Los hätte doch auf Saul fallen müssen. Saul war doch der Schuldige bei der ganzen Misere. Wieso fällt das Los denn auf den Jonathan? Der hat doch den Sieg herbeigeführt. Was macht denn das Los? Hat sich das vertan? Nein. Das war Urim und Tumim. Das war von Gott gegeben. Gottes Urteil war hier derart, dass Gott sagt, ich mache so, als ob Jonathan schuld ist und Saul soll an Jonathan schuldig werden. Da läuft's mir kalt den Rücken runter. Gott täuscht. Das ist ein schwieriger Gedanke. Das Los fällt falsch und doch richtig. Saul hat danach gesagt, du musst sterben. Zu seinem eigenen Sohn. Saul spricht sein eigenes Urteil. Kain will Abel töten. Und diese Linie geht bis heute weiter. Und das ist das, was hier passiert. Paulus bietet sich als Abel an und sagt, ihr Kainsleute, verurteilt mich doch und werdet schuldig daran. Das ist, da löst es mir kalt den Rücken. Gott möchte man nicht zum Feind haben. Aber gar nicht. Die ganze Welt kann uns Feind sein, aber nicht Gott. Es ist furchtbar, in die Hände eines lebendigen Gottes zu fallen. Gott ist heilig. Und an der Jonathan-Geschichte, da habe ich lange dran rumgemacht, dieses Los fällt auf Jonathan, damit Saul mit seinem Mund und mit seinem Herzen sagt, du, Jonathan, musst sterben. Und das Volk sagt, Moment, wir haben einen großen Sieg heute errungen, Jonathan soll heute nicht sterben. Da ist Saul an der Sache nochmal rumgekommen. Aber Saul war auf dem Weg hinab in die finstersten Finsterheiten. Und das war eine finstere Stunde. Und Gott wollte, dass diese Finsterheit vor aller Welt, vor den Engeln und vor dem heiligen Gott sichtbar wird, weil Saul sagt, du musst sterben. Das ist etwas Unheimliches. Und so ähnlich macht das hier der Paulus auch. Der schreibt, Hagar und der Ismael sind ein Bild auf den alten Bund, sind ein Bild auf das Jerusalem, was jetzt ist, zu dieser Zeit ist und dienstbar ist mit seinen Kindern. Und damit macht er so, als ob Hagar und Ismael der Urvater wären des irdischen Jerusalems. Und da haben die Pharisäer, die Buchstabenpharisäer, zum Paulus gesagt, Paulus, du bist ein Irrlehrer, dir gehören erstmal 40 weniger 1 und dann eine Steinigung.
Und es ist fast so, als ob der fleischliche Mensch, der Buchstabenmensch, geradezu hieran an dieser Auslegung hier scheitern soll und ein falsches Urteil spricht, um schuldig zu werden, wenn er eines Tages vor Gott steht, weil er sich hierfür verantworten muss. Und Paulus geht über den Buchstaben hinaus und sagt, die beiden Söhne, die Abraham hatte, sind zwei Bilder. Eins für das irdische Israel, was Hagar ist, der Berg Zion, und das ist Altes Testament, ja? Und jetzt kommt ein neues Testament. Jetzt kommt Ismael, der ist geboren von der himmlischen, vom himmlischen Jerusalem. Und das, sagt er, steht in Jesaja 54. Ja? Und jetzt wissen wir, warum er Jesaja 54 zitiert. Das ist genau der Vers, der passt hier wie die Faust aufs Auge in die Situation der Galater. Das ist Weissagung. Das ist Weissagung. In die Situation mit Gottes Wort. Wir aber, liebe Brüder, sagt er, wir sind wie Isaak. Die Juden sind Ismael und wir sind Isaak. Wir sind nach der Verheißung geboren. Nach welcher Verheißung? Nach der Verheißung, die Gott Abraham gegeben hat. In euch, Galater, soll die Verheißung Abrahams wahr werden. Und ihr seid auf dem Weg wieder zurück nach dem Berg Sinai, ja? Aber gleich wie zu der Zeit, der nach dem Fleisch geboren war, verfolgte den, der nach dem Geist geboren war, so geht es auch jetzt. Ihr Galater, ihr ordnet euch gerade ein, ob ihr bei den Geistesleuten seid oder ob ihr bei den seid, die nach dem Fleisch geboren sind. Ihr ordnet euch ein gerade hier, ob ihr Kains Christen seid, ja, oder ob ihr Abel Christen seid. Hier wird eine Weichenstellung aufgehen und das Urteil, das sprecht ihr euch selbst. Du häufst dir aber den Zorn auf, den Tag des gerechten Gottes, des Zornes Gottes, ja? Das heißt, Paulus, das machst du dir selbst. Das sprechen wir uns selbst, das Urteil. Das Urteil spricht die Welt sich selbst. Und das geschieht hier auch, ja? Er sagt, wir, liebe Brüder, wir sind wie Isaak und der alte Bund ist wie Hagar mit Ismael. Aber gleich wie zu der Zeit, der nach dem Fleisch geboren war, die Juden, die Kainsleute, die Gesetzesleute unter den Christen, den verfolgte, der nach dem Geist geboren war, der Jesus gefunden hat, so geht es auch jetzt. Und Paulus bietet sich hier geradezu an. Er liefert ihnen Munition, mit der sie ihn abschießen könnten und wahrscheinlich auch haben. Ja? Das ist unheimlich. Und das passiert bis heute. Das passiert bis heute. Was sagt aber die Schrift? Ja, er sagt, also geht es auch jetzt. Ja, aber was spricht die Schrift? Die sagt, stoß die Magd hinaus, die Hagar mit ihrem Sohn. Denn der Magdsohn soll nicht erben mit dem Sohn der Freien. Was heißt das denn? Entschuldigung, dass ich so deutlich bin. Die Juden und das Alte Testament werden den Segen Abrahams nicht erben. Wer denn? Na, die an Jesus glauben. Warum? Weil das Abrahams Kinder sind. Ja, wieso? Weil Abraham an die Auferstehung geglaubt hat. Ja? Ob du Jude oder Grieche bist, spielt keine Rolle. Wenn du an die Auferstehung glaubst, glaubst du wie Abraham, dann wirst du teilhaftig des Erbes Abrahams. Dann bist du durch deinen Glauben die Erfüllung des Segens, der an Abraham ausgesprochen war. Ja? Das ist ein unheimliches Kapitel, finde ich. So sind wir nun, liebe Brüder, wir sind nicht der Magdkinder, sondern der Freien. Wir sind Erben, wir sind Abrahams Kinder, wir sind Abel, wir sind Jonathan. Wir sind Timotheus, wir sind David, wir sind Salomo, wir sind die helle Seite der Bibel. Und die Bibel zeigt uns diese ganzen Charaktere, Nabal, den Dummkopf, ja? Und zeigt uns diese ganzen Charaktere wie einen Saul, wie einen David, wie einen Jonathan, wie einen Paulus. Und die ganze Welt und ihr und ich, wir werden uns dort einsortieren und werden einer dieser Charaktere werden. Und wenn die Hüllenwegnahme ist, die Apokalypse, wenn Christus die Hülle wegnimmt davon, dann wird das alles sichtbar werden, wo ihr standet und wo ich stehe. Und wo die standen. Das wird aber erst dann offenbar werden, weil Gott es alles ausreifen lässt. Und das ist das Geheimnis der Welt. Gott sät auf seinen Acker guten Samen und der Teufel sät da rein. Und dann gehen Gemeinden kaputt, dann werdet ihr ausgeschlossen oder dann werdet ihr verschmäht. Und das muss alles passieren, das muss alles offenbar, das muss raus werden. Die Welt muss das alles öffnen, die muss offenbar werden vor dem lebendigen Gott und vor seinen heiligen Engeln. Und deswegen passieren auch diese Dinge. Das geschieht auch jetzt, sagt Paulus. Ja? Und manches, was vielleicht verrutscht ist in so einem Gemeindeleben, das musste so sein, damit Menschen schuldig werden.
Ja, damit in der Ewigkeit klar wird, das waren gar keine Christen. Das waren Gesetzler. Die hat der Feind dazwischen gesät. Die haben Gemeinden kaputt gemacht. Die haben Geschwister ausgeschlossen, die nicht ausgeschlossen gehörten. Ja, das wird offenbar werden in der Ewigkeit. Und das ist das Unheimliche, sagt der Wilhelm Busch, dass Gott immer mitspielt. Ja? Wie müssen wir aber denn dann so vorsichtig wandeln, wenn das hier der Fall ist?